Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir haben das letzte Mal dieses Gotteshaus gebaut. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne in der Playlist schauen. Und wir sind noch nicht ganz fertig damit. Also einerseits fehlt hier ein bisschen Lehm, also beziehungsweise Lehmziegel. Andererseits, die werden das nicht komplett so bauen können. Dementsprechend müssen wir ein Stück nachhelfen. Aber nur ein kleines bisschen. Muss es sein? Diese Baugerüste hat man ja schon. Theoretisch müsste es sogar noch stehen. Auf der anderen Seite bei den... Bei der... Jo. Taverne. So. Also, wenn die nicht rankommen, baue ich im Spielstand einfach so ein Baugerüst rundherum. Ja, es ist dann etwas nervig, das wieder abzubauen. Es geht. Zack, rundherum. Die kommen jetzt nicht ran. Ja, genau. Haben wir ja hier noch. Also da haben wir noch das Baugerüst. Auch wenn ich hier, sehe ich gerade total unsinnig. Das ist Materialverschwendung und Zeitverschwendung. Brauchen wir alles nicht. Ich sehe gerade, doch, brauchen wir. Weil ja hier hinten das Dach muss ja auch noch fertig werden. Ding, ja. Gut, auf jeden Fall, das bauen die ja so nebenbei nach. Wenn die nicht gerade hier den Proviantbeutel füllen von Jonathan. Material haben wir da. Aber wir haben, wow, 800 Kalkstein. Gut, wir haben etwas Lehm, ja, aber null Lehmziegel. Das heißt, das müsste in nächster Zeit dann auch mal passieren. Wie ich es gerade lese. Und nicht Huhn. Na gut. Dann schauen wir mal so direkt hin. Müssen wir aber da lang. Und zwar die Hühner sind hier. In der Nähe. Hoffentlich. Hier sind sie. Gut. So, ja. Wie viele Hühner haben wir? Ja, das reicht schon mal ein Stück. Margarete, ja, die ist ja Bäuerin, die kann da schlafen. Dieser Weg hier wird kein leichter sein, aber das ist egal. Warum ist das Huhn jetzt gestorben? Ist ernährt gewesen, ne? Jo. Naja. Auf jeden Fall, der Weg hier ist natürlich dann so eine Sache, ne? Sieht nicht so prickelnd aus. Muss dann irgendwann weg, aber das Problem ist, wir haben hier. Viel zu viele Äste. So aus meiner Sicht, ne? Ich eigentlich, ich meine, ich kann ja hier. Perfekt. Ich kann das gleich direkt so einstellen. Immerhin für 10 Behälter gleich mit einmal. Das ist natürlich gut. So, damit wir nur 2 geheizen. Ist zwar nicht unbedingt das Sinnvollste, aber. Da ist es schon eingestellt. Hier. Nicht. Na also. Kohle könnte man nehmen, ja. Aber warum?
Tonnenweise. Oh. Gut. Siedler verhungern ist immer gefährlich. Die haben tonnenweise. Kommst du hier? Ja, die brauchen nicht mal was, ne? Umso besser. So, hier haben wir. 12, genau. Und da. Genau andersrum. Noch. Aber das ist typisch, das was ich jetzt nicht so geplant hatte. So ein Alma macht Thesen, perfekt. Wie gut ist sie eigentlich darin? Schreiben, schreiben, schreiben. Ja, 29 ist okay. Der Weg hier hoch gefällt mir noch gar nicht. Dann, ja gut, wir müssen hier eh noch was machen, also schauen wir dann. Erstmal ist die Sache, wir brauchen jemanden, der mir sagt, wo ich jetzt mich gerade befinde. Sie macht auch noch Zimmerhandwerk. Aha. Du wirst ja wohl mal dahin klicken können. Genau. Und das machen wir auf. Oh. So, und wir suchen uns, wen haben wir denn hier? Sollen wir Lehmziegel machen, damit wir da mal weiterkommen? Denn im Endeffekt, diese Kirsche, die wird jetzt nicht so schnell fertig, das ist klar. Wir können jetzt hier so nach und nach hoch, die können das bauen. Yay, wir haben wieder neue Hühner. Ah, das muss er jetzt mal ein bisschen sich drum kümmern. Warum macht sie eigentlich das Zimmerhandwerk? Machen wir das auf mit auf 2. Gute Frage, nächste Frage. Das muss das sein. Also die Hühner, entweder haben die hier ein Problem oder was, die sterben relativ schnell wieder. Brauchen die ein Dach über dem Kopf? Eigentlich nicht, ne? Hm. Wow. Zählt Heu und den Kadaver. An dem Kadaver ist aber auch nichts zu erkennen, ne? Warum sterben die Hühner? Eine Möglichkeit ist natürlich, dass aber eigentlich zeigt es ja nicht an Sterben, deswegen. Aber wir machen es trotzdem mal. Wir jagen die 2 Iltisse. Vielleicht kriegen sie auch noch die 3 Hühner mit zusammen. So, wo rennt die jetzt hin? Ach, hier wird schon gejagt. Ha. Ihr werdet doch jetzt wohl mal einfach so peng drauf, Pfeil weg.
Peng drauf, Pfeil, und dann ist er weggerannt, ja. Verfehlt ist so in. Oh, jetzt haben sie mal einen guten Treffer gelandet. Aber der finale Treffer ist noch nicht dabei. Aber die haben einen Hund domestiziert. Perfekt. Also eins der vier Hühner, wenn ich es richtig weiß. Eins, drei. Waren drei und eins davon haben wir schon. Das ist doch perfekt. So, wer ist denn erschöpft? Loch im Boden gebuddelt. Ein Loch im Boden gebuddelt. Das macht sogar Sinn. Ich sag mal, wir haben ja wenig bis fast kein Leben. Zweites Huhn. Naja, eigentlich haben wir 4000 Leben. Das sollte ja eigentlich reichen, ne? Aber wir hätten hier noch ein Stück mehr. Gehört da noch hin? So, das war. Ach ja. Guck, da können wir nämlich gleich in. Was? Hier auch ein bisschen schon dekorieren, nenne ich es mal. Weil das wären ja die Restitutionisten. Besser als eins als keins. Damit würde das nämlich, sobald hier ein Altar steht. Produktion, genau. Hier, Bonn, wie gesagt, die Schreinerin. Schweine, nicht Schweine. Ist es egal, ob Holz oder? Ja, Kalkstein doch vom Wert her 9 Punkte höher. Aber wir können das ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Okay. Also angeblich, also mir wurde mal gesagt, ein bisschen Abwechslung ist auch mal gut, keine Ahnung. Hier machen wir ganz einfach die Holzdinger hin. Dann sind schon mal zwei auf jeden Fall da. Schade, die Ziege. Da noch so eine Tafel, da noch ein ältes Kadaveraspekt, gut. Da. Man muss das ja von außen auch erkennen. Wir da ganz einfach noch zwei außen hin. Und zwei Wandfackeln. Das nächste Huhn, was das Zeitliche gesegnet hat. Ist natürlich unschön. Gut. Damit können die hier drin erstmal bauen. Jetzt fehlt natürlich hier noch oben das. Produziert Anna. Ist gut. Wenn sie das hier macht. In 20 Lebensziegel, ne? Das ist schon mal ein Anfang. So. Ende hin, schauen wir nochmal, weil ja mit den Hühnern, das macht mir ein bisschen Sorgen. Irgendwas ist da. Weiß aber eben halt nicht was. So, schauen wir jetzt nochmal.
Wir schauen mal Lola an. Warum haben die genug? Rund 40 von 50. Trainierte erfolgreich. Na gut. Wir stellen mal einfach noch zusätzlich Tröge hin. Sind die nicht rechtzeitig da beim Fressen? Keine Ahnung. Werden wir dann ganz einfach später sehen. Gut. Das heißt jetzt, wir haben plus 3. 11 Hühner. Also es werden mehr, sterben aber immer wieder welche. Na mal schauen. Aber für heute sage ich mal so, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.